Also es war für mich tatsächlich eine Zwischenstation in Richtung WM. Mir hat die Bahn nicht ganz so gelegen, persönlich halt auch als Anfahrerin. Ist auch für mich ein Grund gewesen, dass ich auch nach Cottbus jetzt auch wechsle, dass wir halt ein bisschen mehr Training auch vielleicht im Voraus haben. Ich würde sagen, das schmeichelt uns jetzt als Cottbuser schon, wenn man sagt, wenn man olympisches Gold will, muss man jetzt erstmal nach Cottbus kommen. Teamsprint war es die Medaille, ne? Gold auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, wie war es für dich? Ja, vor heimischem Publikum eine Medaille zu gewinnen, das ist schon immer was Besonderes. So haben wir 2020 in Berlin schon erfahren und München hat auch einen ganz guten Job gemacht von der Atmosphäre her. Hast du dich vorher irgendwie speziell dieses Jahr vorbereitet gehabt? Also es war für mich tatsächlich eine Zwischenstation in Richtung WM. Mir hat die Bahn nicht ganz so gelegen, persönlich halt auch als Anfahrerin. Es fehlen halt einfach mal 50 Meter pro Runde. Und ja, wenn man halt ein bisschen mehr Beschleunigung braucht und so weiter, ich meine, das ist für jeden dasselbe, gell? Aber ja, wir mussten uns halt ein bisschen anders vorbereiten, weil auch die technischen Sachen im Teamsprint, die Abläufe und so weiter, sind halt auch andere. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und deswegen haben wir halt ein Trainingslager vorher gemacht. Aber grundsätzlich ist es nur Zwischenstation gewesen. Kannst du das mal ganz kurz erklären, was da für andere Abläufe sind für Menschen, die jetzt gar nicht so tief drinstecken? Also für den Otto-Normalverbraucher, 50 Meter sind für uns Welten. Weil wir haben halt zeitliche und technische Abläufe, wie lange stehe ich, wann setze ich mich hin, wann fährt Emma in meinen Windschatten rein, wann gehe ich hoch, welchen Gang fahre ich. Das sind große, große Unterschiede gewesen, die man natürlich auch als Team von dreien halt auch absprechen muss. In den anderen Disziplinen hat man es auch vom Taktischen gesehen. Es ist eigentlich ein komplett andere, ja, Bahnradsport, Atmosphäre auch für die Sportler gewesen. Was man halt nicht unterschätzen darf, auch wenn es für normale Menschen nur 50 Meter sind, ist es für uns, wenn man es mal im Teamsprint hochrechnet, pro Runde 50 Meter, 50 Meter mal 3, 150 Meter, es fehlt einfach fast eine Runde. Also das ist schon verrückt, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, aber ja, war ja für alle dasselbe und ich denke, das haben wir einen ganz guten Job gemacht. Teamsprint ist ja dann immer, also ihr habt ja natürlich auch eure Einzeldisziplin, aber trainiert ihr Teamsprint nochmal extra immer vorher? Natürlich gibt es dann auch ein paar Sachen, die ausbaufähig sind, um sich halt als Team auch vorzubereiten. Ist auch für mich ein Grund gewesen, dass ich auch nach Cottbus jetzt auch wechsle, dass wir halt ein bisschen mehr Training auch vielleicht im Voraus haben. Es sind ja auch schon allein Starts, die man einfach mal zusammen macht, dass man halt sieht, okay, wie marschiert die Position 2, 3 mit unterschiedlichen Gängen halt los und so weiter. Ja, man muss sich auch ein bisschen vorbereiten, um halt zu schauen, vielleicht was auszuprobieren, wie muss das Loch gestaltet werden. Also das Loch heißt den Abstand zwischen den Sportlerinnen, um halt optimalen Wechsel zu hinzukriegen. Das sind halt die kleinen Feinheiten. Bei uns geht es um Tausendstel und das sind, wenn man das mal für die Zuschauer wahrscheinlich mal runterbricht, das sind Zentimeter. Das ist einmal falsch geatmet, falsch gelenkt, da ist einfach mal 3, 4 Plätze weg. Ne? Du hast gerade den Wechsel angesprochen, jetzt nach Cottbus. Fällt das leicht einfach zu sagen, ja klar, da wechsle ich hin, oder ist das tatsächlich auch eine Entscheidung, die man länger überdenkt? Also ich bin 24 Jahre alt, ich habe 6 Jahre in Erfurt gewohnt. Es ist schon eine Heimat geworden für mich, muss ich tatsächlich sagen. Auf der anderen Seite ist es mein Job, den ich sehr ernst nehme. Und ja, es ist nicht nur, das ist so ein 9-to-5, ne? Also da hängt auch das Leben dran. Und natürlich ist es mir schwer gefallen, auch von Erfurt wegzugehen. Aber um es jetzt runterzubrechen, wenn man olympisches Gold will, dann muss man auch große Schritte und große, von mir aus auch zum Teil auch Einbußen oder was auch immer. Wenn es die Heimat ist, gut, da kann ich später immer noch hinziehen. Ne? Ja, es muss halt irgendwo ein Kompromiss gefunden werden. Und Cottbus ist halt für mich jetzt hier, vor allen Dingen auch mit den Mädels, die richtige Wahl gewesen, denke ich. Um eine Bilanz zu ziehen, muss man natürlich noch ein bisschen warten. Ne? Aber ja, man muss halt durchziehen in dem Sinne. Ich wollte gerade sagen, das schmeichelt uns jetzt als Cottbuser schon, wenn man sagt, wenn man olympisches Gold will, muss man jetzt erstmal nach Cottbus kommen. ja, natürlich in Erfurt. Ich habe mich nicht dazu, dagegen entschieden, weil es mir dort nicht gefallen hat. Ne? Also man muss halt wirklich sagen, gut, man muss, das sind halt die Feinheiten. So wie es bei uns im Wettkampf um Tausendstel geht, sind natürlich auch Trainingsgruppen. Wer ist wo? Was für Möglichkeiten hat man an unterschiedlichen Stützpunkten? Natürlich auch ein großer Punkt. In Erfurt hatte ich auch
vieles beziehungsweise alles. Aber die Mädels waren zum Beispiel nicht da. Und wenn man halt alleine an einem Stützpunkt ist und am anderen Stützpunkt die anderen zweien, muss man halt dann abwägen, okay, was habe ich dort, was habe ich dort, und dann halt ein finales Produkt ausziehen. Wie lange bist du jetzt schon hier und bist du gut angekommen? Gut angekommen ist super. Also ich bin hergekommen am 1. Juli, aber meine Möbel kamen erst so 3 Wochen später. Und dann bin ich schon abgehauen für 3 Wochen nach München. Also angekommen kann man das grundsätzlich bei uns nicht nennen, selbst zwischen den Trainingslagern. Aber ich denke, ich habe mir ein ganz schönes Zuhause gebastelt. Und ja, mir gefällt es in Cottbus auch ganz gut. Es wird ein Zuhause irgendwann, wenn man zwischen Trainingslagern und Wettkämpfen mal zu Hause ist. Aber jetzt heißt es trainieren für die WM, oder? Das ist korrekt. Jetzt noch ein paar Wochen hier und dann geht es schon in Vorbereitungen, also Trainingslager, Frankfurt-Oder wahrscheinlich. Und dann beginnen die ganz normalen Abläufe für eine 250 Meter Holzbahn in Frankfurt-Oder für Paris. Die Klassikerfrage, Ziele für Paris? Ziele, huhu. Schnell fahren, linksrum. Und möglichst schnell und möglichst weit oben stehen. Und am Ende vom Lied, es können alle Menschen, die dorthin fahren, Rad fahren. Und wenn es eine Medaille wird, super. Wenn es ein Trikot dazu wird, noch besser. Ja, aber wir sagen immer so, es bringt ein bisschen Unglück, dann zu sagen, unbedingt das Trikot, gell? Aber ich meine, wir gehen an den Start. Jeder geht an den Start, um zu gewinnen. So machen wir das auch. Und was am Ende rauskommt, schauen wir dann mal. Dafür viel Erfolg, viel Glück und weiterhin ein gutes Ankommen in Cottbus. Vielen Dank. Dankeschön.